Guten Morgen zusammen. Ich bin hier im Volkswagen ID.4 GTX, neue Version 2024. Und heute machen wir ein bisschen einen Roundtrip. Wir fahren mal 600 Kilometer damit. Ich will sehen, wie das Auto ist, wie es sich verhält, wie es mit Laden ist, wie Navigation ist und das alles. Der Verbrauch auf dieser langen Strecke. Weil das ist ja interessant. Und ich habe mir das überlegt, das wäre sowas, wie die meisten Leute dann in den Urlaub fahren. Man fährt ja nicht immer gleich Millionen von Kilometern, aber so 600, das kann ich mir schon vorstellen, dass Leute so in den Urlaub fahren. Normalerweise hätte man halt Kinder und Gepäck und alles dabei, das habe ich jetzt nicht. Aber ich will sehen, wie so das Navi ist. Und was mir schon aufgefallen ist, weil ich eben was Eckiges ausfahre, also nicht einfach irgendwo hin und wieder zurück, habe ich schon gemerkt, das Navi will nicht mehr wie 5 Stops, weil dann beschwert er sich, hey, mehr wie 5 geht nicht, kann nicht noch einen hinzufügen. Das ist ein bisschen schade, was aber auch ungewöhnlich ist, wer fährt schon komische Dinge herum. Und wie ich es immer sage, die Auswahl vom Lader ist jetzt nicht der Hit. Erst wollte er einen Tesla Supercharger nehmen, das ist noch okay, aber dann wollte er einen 150 Kilowatt Lader benutzen und das ist natürlich ein Unsinn, wenn das Auto hier über 180 Peak Spitze hat. Wenn man dann reingeht und will den Lader wechseln, das kann man ja machen, dann tut er aber den neuen Lader einfach nur hinzu und tut ihn nicht auswechseln. So der alte Lader bleibt da und da muss man rausgehen und das ist ein bisschen nervig. Entweder kann ich es nicht, aber irgendwie funktioniert es nicht so toll. Und ich bin schon 195 Kilometer gefahren, mein Verbrauch ist ziemlich hoch mit 251, aber vielleicht war es auch ein bisschen bergauf, das kann ja sein. War auch in der Früh ein bisschen kalt, 8 Grad, habe auch die Heizung gebraucht, jetzt langsam nicht mehr. 12 Grad hat es immer noch draußen, habe noch 82 Kilometer zum Lader, 126 Kilometer Reichweite. Ich bin beim ersten Lader, ich bin bei Allego. Der EMBW, den ich haben wollte, habe ich dann gesehen, das ist ein totaler Umweg. Da hätte ich irgendwie weiterfahren müssen und wieder zurück auf der anderen Seite von der Autobahn, das ist ja Blödsinn. Und den EMBW, den mir das Navi vorgeschlagen hat, war nur 150 Kilowatt. Und da kriegt man meistens nicht 150, sondern noch weniger und das ist ein Chaos. Und ich bekomme jetzt 170 Kilowatt. Bin mit 15% angekommen. Und hier sind auch 4 300 Kilowatt Lader und 2 150er. Und schauen wir mal, wie gesagt, mit 15% angekommen. Bekomme gerade 174 Kilowatt. Batterie wurde vorgeheizt auf perfekte Temperatur und meine Verbrauchsdaten im Moment 243 Wattstunden pro Kilometer, schon ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es wirklich bergauf war. Aber jetzt laden wir dann ein bisschen. Ich suche mir jetzt den nächsten Lader dann im Navi und dann laden wir so, dass wir 40 Kilometer mehr Reichweite haben. Oh, ja, diese Ladesession wurde ein bisschen kürzer als gedacht. Ich habe nur bis 53% geladen, weil ich musste unglaublich stark auf die Toilette. Und ich merke das brutal, vor allem auf der Autobahn. Es gibt sehr selten Toilette mit Ladern. Manchmal ist es eine Rastanlage oder Autohof und da gibt es eine Tankstelle mit Toilette. Aber meistens ist die dann auch weiter weg. So nicht jetzt gerade eben. Die Tankstelle war, keine Ahnung, einen Kilometer entfernt. Da musste ich halt fahren, aber 53% reicht. Lader hat das Auto schon eingeplant, Navi, einen irgendwann hier in 128 Kilometer und den nächsten dann EMBW ist in Regensburg, also wunderbar, wenn das so passt. Schauen wir mal, wenn nicht, Navi wird das dann auch ändern und der nächste ist dann auch an der Straße, also an der Autobahn, sollte alles funktionieren.
Ich habe ja schon öfter gesagt von Volkswagen ID-Modellen, dass Navigation finde ich wirklich toll. Und vor allem ist es super, dass wenn man auch den Ton ausschaltet, weil ich das eigentlich nicht mag, die ganze Zeit noch 300 Meter, noch 200 Meter, ach, das ist wirklich nervig. Man kann trotzdem seine Ausfahrt oder sowas nicht vergessen. Das einzige Auto, was noch ein bisschen besser macht, ist BMW. Weil bei BMW, wenn man von der Autobahn runterfahren muss und man hat den Tempomaten an, wird man auch langsamer. Also da merken wir es noch extremer. Aber hier drin, natürlich sagt mir das Navi, dass ich weg muss. Natürlich kann mir hier im Display das Navi zeigen, wenn ich weg muss. Head-Up-Display sowieso. Da kommt dann ein Pfeil. Aber auch das ID-Light. ID-Light zeigt ja nicht nur, du musst jetzt rechts abbiegen, sondern wenn es von der Autobahn ist, dann bleibt rechts ein blauer Teil stehen, dass man runterfahren muss. Also das funktioniert wirklich sehr gut und mit der Karte dann als Mix, die man immer oben hier haben kann mit dem neuen größeren Display, zeigt er mir alles an. Ich habe gleichzeitig Musik und meine Batterien in Sicht, also ich habe alles da. Das ist wirklich schön, hier eine Langstrecke zu fahren und muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Das ist für mich sehr wichtig. Wir sind hier bei Fastnet, bei diesem Lader, der letzte Lader für heute. Navi hat mich hierher gelotst, weil wir hatten einen niedrigen Verbrauch, da es Baustelle gab, mit 80 km/h. Navi hat gesagt, ich komme mit 12% an, es waren 11%. Wunderbar. Fastnet wie immer wunderbar hier mit Dach und zwei Hyperchargers, jeweils 300 kW, die geteilt sind auf jeweils zwei CCS. Und es gibt sogar schon Demo, wenn man will, auf beiden. Ja, das ist unser letzter Stopp, weil dann, wir sind noch 200 Kilometer ungefähr heim, es sollte kein Problem sein. Auto ist super, fährt sich super, Travel Assist ist super, das Selbstlenken, der Tempomat ist super, Laden ist unglaublich, Navi ist super, das Einzige ist eben die Auswahl von den Ladern. Ich meine, wenn man sich ein bisschen auskennt und er nutzt jetzt Fastnet oder EMBW oder Allego, dann fühlt man sich okay, weil man weiß, da gibt es bestimmt mehr wie zwei Lader. Aber wenn ihr jetzt so ein Autohaus-Lader benutzt, dann weiß ich nicht, hat der am Sonntag offen oder so. Das ist jetzt nicht der Hit. Und schauen wir mal, ich lade mit 159 Kilowatt bei 40%. Er sagt mir, ich soll bis 63% laden, habe noch 174 Kilometer bis dahin, habe mir eingegeben 40 Kilometer Restreichweite da, das ist wunderbar. Meine Daten, mein Verbrauch ist ein bisschen nach unten gegangen, 234 Wattstunden pro Kilometer, 407 Kilometer gefahren in 4 Stunden und 4 Minuten. Also ein kleines bisschen unter 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, aber da wir jetzt nicht mehr laden müssen und wir fahren mal 130, geht das wahrscheinlich nach oben. Es ist Urlaubszeiten. Wenn ihr für eure Urlaubsfahrt einen Ladeanbieter braucht,
dann schaut doch mal Maingau Autostrom an. Mit Maingau könnt ihr bei über 550.000 Ladesäulen in ganz Europa laden. 117.000 davon sind in Deutschland. Ladevorgang ist ganz einfach zu starten mit der App, mit einer Karte oder mit diesem wunderschönen kleinen Chip, den man schön an Schlüsselbund dran machen kann. Den hat man immer dabei, man muss nicht in den Geldbeutel, alles ist sofort da. Wer Interesse hat, es gibt einen Link in der Beschreibungsbox. Ich habe gerade 30 Minuten Umweg gemacht, weil meine Frau und ich haben Urlaub und ich bin in Regensburg vorbeigefahren und habe Donuts gekauft. Muss ich in die Stadt parken, gehen, ziemlich weit, warten, bis alles eingepackt ist und wieder alles zurück und dann wieder aus der Stadt rausfahren. Also so eine halbe Stunde Umweg. Und vorher, was ich diese unerwartete Pause für die Toilette waren auch leicht 5 Minuten, auch Umweg. Also wir kommen an in ungefähr 50 Minuten, sind noch 87 Kilometer zu fahren, dann waren es 585 Kilometer, die wir heute gefahren sind, in 5 Stunden und 50 Minuten, ungefähr so. Das heißt also, schneller als 100 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit mit Laden, und das Auto zeigt wunderbar, vor allem jetzt bei wärmeren Temperaturen. Im Winter muss man das dann schauen, aber bei wärmeren Temperaturen kann man auch schneller wie 140 fahren und man kommt auch wirklich schneller am Ziel an. Das heißt nicht, dass man so viel mehr laden muss und es dauert länger. Das ist ja immer die Balance, Geschwindigkeit, Verbrauch und Ladegeschwindigkeit. Wie weit lade ich, dass ich zum nächsten Lader kommt? Und wenn es jetzt zu viel ist und die Ladegeschwindigkeit nach unten geht, dann bringt die Geschwindigkeit dann nichts. Aber im Sommer jetzt hier 140 wären überhaupt kein Problem, auch 145 vielleicht nicht. Also null Problem, das kann man wunderschön fahren. Aber mein Test hier ist mit 130, also ändere ich da nichts. Ich bin angekommen, es war 12 Uhr und das Auto sagt 584 Kilometer, aber wie gesagt, ich bin ja den Donut-Trip gefahren, das muss abgezogen werden. Durchschnittsverbrauch 235 Wattstunden pro Kilometer. Die Zeit hier ist auch falsch, weil ja die Zeit nicht gezählt wird, wenn das Auto steht und die Zündung nicht an ist beim Laden oder so. Oder eben, wo ich die Donuts geholt habe. Den Verbrauch verbinde ich jetzt schon ein bisschen hoch für das, dass ich in der Früh ein bisschen Heizung hatte und jetzt ein bisschen Klimaanlage, aber es ist nicht kalt, 18 Grad, 20 Grad hat es auch mal und es ist nicht zu heiß. Also ich hätte ein bisschen weniger erwartet, aber dafür ist das Auto wunderschön gefahren, war alles wunderbar, hat super geklappt. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox, und hier auf YouTube kann man mit Kanalmitgliedschaft den Kanal unterstützen. Aber das war's von mir, vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao!